Speaker ist Nikita Teryoshin und er macht Animal Escape Plan, die Ausbrecher. Er ist seit 86 auf dieser Welt und in Leningrad geboren, ist auch in Dortmund aufgewachsen und seine Genres beschreibt er als Mischung aus Street Documentary und Everyday Horror. Als freier Fotojournalist arbeitet er für verschiedene deutsche und internationale Magazine und seine Arbeiten wurden bereits mehrfach ausgestellt und ausgezeichnet, unter anderem auch mit dem World Press Photo Award in 2020. Ich würde sagen, wir heißen ihn mit einem herzlichen Applaus ganz, ganz dolle feste willkommen und auch für die, die vielleicht nur meine Stimme jetzt aus dem Off hören, ihr seid herzlich eingeladen, einmal hier zur Mainstage nach vorne zu kommen, um den Vortrag von Nikita Teryoshin anzuhören. Herzlich willkommen, Nikita. Ja, vielen lieben Dank fürs Kommen. Dann gucken wir mal, was wir hier haben. Ne? Genau, ich bin Nikita und ich möchte heute meine neueste Arbeit vorstellen. Die da heißt Animal Escape Plan und es geht um Tiere, die es geschafft haben, der Massentierhaltung zu entkommen. Es gibt ja, also man liest meistens in Regionalzeitungen, dass es irgendwie eine Kuh versteckt sich im Wald, ist irgendwie weggelaufen und da ich mich schon viel mit Tierhaltung und der Beziehung von Mensch und Tier auseinandergesetzt habe. Meine Arbeit war, fand ich das super spannend, diese Tiere dann auch wirklich zu besuchen, aufzusuchen und zu gucken, wie sie leben und wie sie es geschafft haben. Aber zuerst möchte ich kurz so einen kleinen Einblick geben in meine Arbeit, um so ein bisschen zu verstehen, wieso ich sozusagen jetzt bei der Arbeit angekommen bin. Und zwar, ich habe in Dortmund studiert und meine Abschlussarbeit heißt immer noch Hornless Heritage, hornloses Erbe und es geht um die sogenannten Milchkühe oder auch Turbokühe, die hochgezüchtet wurden, um sozusagen so leistungsfähig wie möglich zu sein und so viel Milch zu geben wie möglich, weil der Milchpreis sehr tief ist und deswegen muss eine Kuh innerhalb kürzester Zeit sehr viel Milch geben und so effizient sein wie möglich. Und auf das Thema bin ich gekommen, indem ich zufällig auf einer landwirtschaftlichen Messe war. Und die war ungefähr wie hier, nur mit Kühen und Traktoren und es ist halt eine Messe. Ne? Und am Ende des Tages, also zuerst habe ich Bilder gesehen, die mich voll an die Matrix-Filme erinnert haben, wo Kühe angeschlossen sind an Schläuche und sozusagen ausgesaugt werden und diese Kombination von Kuh und Maschine fand ich irgendwie total, einerseits total schlimm irgendwie, Lebewesen, aber auch irgendwie inspirierend für mich als Fotograf, weil ich dachte, das kennt man ja gar nicht, man kennt ja nur die Bilder von der Milchverpackung, ne? Und am Ende habe ich noch dieses Bild gemacht und da stand Don't let cows waste your money, das heißt, die Kühe sollen euch nicht sozusagen das Geld aus der Tasche ziehen. Ne? Und dann dachte ich, das kann doch nicht wahr sein, ich muss da was tun und ich muss es den Menschen zeigen, wie es wirklich abläuft. Genau. Und ich habe sowohl auf Messen fotografiert, das ist zum Beispiel ein Melkkarussell, also ein Modell davon auf dieser Messe. Ich war auch in sozusagen diesen Zuchtstationen, weil die Kuh, um Milch zu geben, muss schwanger sein und Kälber bekommen und eine Kuh gibt keine Milch, wenn sie nicht schwanger ist. Ne? Und die Kälber werden dann meistens weggenommen und das sind sozusagen Spermien von verschiedenen Bullen, die auch sehr teuer sind. Da sind richtige Zuchtbullen, die zweimal die Woche gemolken werden. Und die werden dann eben gelagert und mit verschiedenen Kühen zusammen kombiniert, um die effizienteste Kuh zu bekommen. Und das ist sozusagen so ein Modell
von der schönen neuen Kuhstallwelt, wo die Kuh quasi ganz alleine leben kann und der Mensch da gar nicht mehr viel eingreifen muss, weil man die Kuh sozusagen meint, schon komplett gescannt zu haben und weiß, wie die Kuh tickt. Genau, da war ich auch bei einem Fotoshooting. Ich habe den Aufbau nicht selbst gemacht, weil manche sagen, oh, da hast du aber endlich mal ein Bild mit einem schönen Licht gemacht. Ne? Aber genau, da sind natürlich die Lampen nochmal mitgegangen. Genau, das ist zum Beispiel ein Kuhfotograf, der die Kuh in die richtige Position stellt für diese Kataloge, wo die Kühe dann, das war nämlich bei der Schau der Besten in Hannover. Genau, das ist nochmal ein Einblick, das ist diese künstliche Besamung von einer Kuh an einem Modell auf der Messe. Und das ist vielleicht auch ein spannendes Bild, weil man jetzt links die Kuh sieht von vor 40 Jahren und auf der rechten Seite ist die Kuh, wie sie jetzt ist. Also da kann man, da war ich bei so einem Züchterverband und da sieht man einfach, wie die Kuh sich entwickelt hat durch diese Zucht. Ne? Auch als man diese ganzen Zuchtwerte hatte, konnte man die Kuh halt wie ein Auto formen, so ungefähr, oder designen. Genau, ich war auf Auktionen. Und habe versucht, so ein umfangreiches Bild zu bekommen, eben um das Bild der Milchverpackung dem was entgegenzusetzen. Das war zum Beispiel auch auf einer Auktion und der Mann, der Landwirt, wollte die Kuh verkaufen und der Kuh hat so ein bisschen Fell hier gefehlt, ne? Und dann hat er aber Autolack dabei gehabt und hat gesagt, ja gut, so ganz legal ist es nicht, ne, aber... Er hat aber auch nichts gegen, dass ich davon ein Foto mache. Und das ist so die gläserne Kuh Heidi, die in einem Museum steht, an der Uni in Berlin steht, sorry. Und sie ist auch so ein bisschen für mich so ein Symbolbild für diese Kuhwelt, weil man eben die Kühe schon so durchleuchtet hat. Ne? Und die hat nämlich auch keine Hörner. Und deswegen, es heißt auch Hornless Heritage, die Arbeit, weil eben... Die Kühe sollen keine Hörner mehr haben, obwohl sie eigentlich zu Kühen gehören, aber durch die Haltung der Kühe ist es zu gefährlich. Und das war so eine Art Werbung von 2014, als ich angefangen hatte. Oh, sowas gibt es natürlich nicht, weil es gab auch tatsächlich schlechte Presse in der Zeit, was so Kuhhaltung angeht und Milcherzeugung. Aber das sind genau die Mägen einer Kuh ausgestellt auf einer Messe als Werbung. So, was ein bisschen... und das zum Beispiel sieht schlimmer aus, als es ist. Das ist so ein Stand, um die Klauen zu schneiden. Aber es ist natürlich immer dieses Bild, viele Männer, die um diese Kuh sich versammeln und mit dir alles machen, was sie wollen. Ne? Und das genau. Und das ist zum Schluss noch die Lady Gaga. Das ist, sie ist jetzt leider verstorben, aber das war so die Vorzeige-Kuh. Gewesen, weil sie sehr oft auf der Schau der Besten gewonnen hat. Genau, das ist sie, wo sie dann wieder mal den ersten Preis bekommen hat. Und da hat man gesagt, okay, die ist alt, die gibt immer noch genug Milch, die können wir behalten, die gewinnt auch schön. Das sind ja die schwarz-bunten Kühe. Und da sieht man auch wieder dieses Bild mit vielen Männern. Und ja, genau, erstmal dazu. Und dann, weil ich mich sowohl für die Messen als auch für die sozusagen Beziehung von Mensch und Tier interessiert hatte, war ich auch auf der sogenannten Jagd- und Hund-Messe, also es ging um Jagd und da ist mir halt aufgefallen, dass es gab ganz viele ausgestopfte Tiere da, also aus der ganzen Welt, man kann auch so Reisen buchen zum Beispiel, da geht es ja darum, wen man jetzt abschießen möchte und dann kann man sich jedes Land der Welt aussuchen, dann fliegt man dahin und dann wird das Tier abgeknallt. Und da hatte ich Fotos gemacht von Kindern und vor allen Dingen, die mit Waffen gespielt haben. Und also es haben auch Erwachsene gespielt und dann habe ich die Serie Sons and Guns genannt und dachte, es ist unglaublich, wie Menschen so von Waffen angezogen werden. Und dann dachte ich so, also die Konsequenz wäre eigentlich auf eine richtige Waffenmesse zu gehen. Und genau, die Serie heißt Nothing Personal, The Back Office of War. Und da war ich auf ungefähr 15 Waffenmessen, also sogenannten Verteidigungsmessen auf der ganzen Welt, die jetzt auch nicht unbedingt auf Publicity stehen. Also heutzutage werden natürlich, ist jeder oder viele Leute halten sich auch so für Waffenexperten und das ist echt krass, wie, also natürlich man sich
wegen des Krieges auch dafür interessiert. Aber genau, stimmt, das stimmt nicht ganz. Also nicht bis 2019, ich war jetzt auch zuletzt noch in Berlin auf der ILA. Genau, das ist so eine Welt, also der komplette Gegensatz vom Krieg. Der Krieg wird auch inszeniert auf so künstlichen Landschaften. Und es ist meistens gutes Wetter, es gibt auch Drinks und Häppchen. Und wenn man dann Bilder wie jetzt aus der Ukraine sieht oder auch aus Jemen, ist es natürlich ein krasser Gegensatz zu dem, was diese Waffen dann später anrichten. Genau, eine vergessene oder abgestellte Kaffeetasse und Bomben. Und genau, diese Messen finden im Endeffekt auf der ganzen Welt statt und sind so ungefähr, genau, das war zum Beispiel in Abu Dhabi, das erkennt man eventuell an den goldenen Sesseln. Aber ja, genau, und ich fand es wäre auch wichtig, das mal zu zeigen, aber auch in so einem internationalen Kontext, da ich jetzt gar nicht sagen möchte, die Nation oder die ist irgendwie schlimmer, sondern es ist ja so ein Phänomen, der globale Waffenhandel. Genau, und das Bild habe ich 2019 in Moskau gemacht, im sogenannten Patriot Park, also so Disneyland für Krieg oder wo der Krieg so ein bisschen und die Armee beworben werden soll. Und das fand ich auch so ziemlich symbolisch. Und jetzt, wenn man es jetzt nochmal sich ansieht, da denkt man, oh Gott, ey, das ist einfach eine schlimme Welt. Genau, es gab zum Beispiel auch so Bilder, mit denen man gar nicht rechnet. Nee, da war ich in Indien und da war auf einmal so eine öffentliche Toilette mit einem Panzer. Das war auch irgendwie das Spannende, weil du nie weißt, was auf dich erwartet, obwohl die Messen sehr ähnlich sind an sich. Genau, und genau, da wird auch gerne mal der rote Teppich ausgerollt. Und die Waffen werden auch inszeniert, teilweise wie auf einem Rockkonzert. Also das war zum Beispiel in Dubai und das ist irgendwie so ein Joint Venture von den Emiraten und Russland zusammen. Und also das ist auch eins der wenigen Bilder, wo ich es nicht geblitzt hatte. Und ich mag es aber irgendwie doch ganz gerne, weil das zeigt einfach diese unglaubliche Absurdität auch. Ne? Aber auch Banalität des, wenn man so möchte, Bösen. Ne? Genau, und das, also ich habe auch die Arbeit versucht, es heißt ja Nothing Personal, und ich habe versucht auch immer so ein bisschen anonym die Leute zu zeigen, einfach um es am Ende nicht zu sagen, ja, das ist der Böse oder das ist die Böse, also meistens der, aber genau, sondern einfach dieses ja, Phänomen zu zeigen, und das ist zum Beispiel auch nochmal in Moskau gewesen, also das war so, eigentlich auch so der Ort, wo am meisten geschossen wurde, und die haben halt auch diese Raketen auf so 10 Kilometer bis zur nächsten Stadt geschickt. Und das ist aber auch nochmal ganz spannend, das war so ein quasi kopfloser Soldat, dem eine Atomexplosion aus dem Kopf, und also so ein, damit die Besucher da Fotos machen können. Das ist auch ein bisschen absurd. Genau, und das Bild habe ich zuletzt noch auf der ILA in Berlin gemacht, und ich bin von einem Weltjournalisten gebeten worden, weil er einen Artikel über die ILA und diesen Fetisch mit den Bomben gemacht hat, und ich meinte, ja, ich bin ja auch dort, ich kann dir ein paar Bilder schicken, und dann hatte ich aber in diesem Ordner mit den Bildern auch noch ein Foto von mir selbst gehabt, was ein Kollege gemacht hatte, und das völlig vergessen. Und die haben auch nicht nochmal nachgefragt. Und am Ende war ich selbst einer der Waffenhändler, ne? Auf der rechten Seite. Also ich glaube, vielleicht habe ich mich auch zu lange mit dem Thema beschäftigt. Genau. Ja. So, und jetzt kommen wir auch zu Animal Escape Plan. Also
die Arbeit ist so ein bisschen nach der Pandemie entstanden, wo man irgendwie, oder während der Pandemie, wo man gar nicht reisen konnte. Und ich hatte, als ich mich mit den Kühen beschäftigt hatte, schon ein bisschen von diesen Geschichten gehört und hatte irgendwie so Notizen auf dem Handy und habe das irgendwann durchgescrollt und dachte, ah ja, stimmt, da war doch was. Und genau, in Deutschland werden ja jährlich um die 760 Millionen Landtiere geschlachtet. Und es ist natürlich nur ein kleiner Teil, der entkommen kann, und es sind total symbolische Orte auch, also sind Lebenshöfe sogenannten, die heißen auch zum Beispiel nicht Gnadenhöfe, weil es soll keine Gnade sein von Menschen, dass ein Tier da irgendwie normal leben kann, sondern eben, dass das Tier ein Recht auf ein Leben hat. Genau, und dann bin ich unter anderem auf den Ferdinand gestoßen. Er war nämlich erst 11 Monate alt und war quasi ein Kalb aus der Milchproduktion und ist zum Schlachthaus, zum Schlachter geschickt worden. Und er stand quasi schon als letzter, war er in der Reihe, geschlachtet zu werden an einem Tag. Und weil er noch so klein war, konnte er sich irgendwie umdrehen und dieses, da geht so ein Tor zu und dann bekommen sie einen Bolzenschuss. Ne? Und der konnte sich aber ganz schnell noch wenden und rausrennen und sich im Wald verstecken. Und ich fand, also dieser Ferdinand war natürlich also für mich auch ein super Symbol, weil er es von alleine vor allen Dingen geschafft hat. Und dann haben die Leute, genau, ich habe die Leute vom Lebenshof gebeten, diese Bilder nachzustellen im Wald, um einfach diese Symbolik zu bekommen. Und genau, er hat sich um die 2 Wochen irgendwo in Bayern versteckt und die Leute vom Lebenshof haben das mitbekommen, haben den quasi freigekauft oder so ein. Und weil der wäre sonst von den Jägern natürlich abgeknallt worden. Und sie haben ihn mit einem anderen Lokbullen gesucht, damit der Ferdinand weiß, dass da irgendwie die ganze in Ordnung sind. Nee, weil ich glaube, ein Mensch hätte ihm das auch schlecht vermitteln können, dass genau die in Ordnung sind. Genau, das ist die Lili. Also sie lebt zum Beispiel im Land der Tiere. Das ist in MacPom. Und das ist so eine alte DDR-Abhörstation und jetzt ist sie quasi geschützt in einem Bunker. Also diese Mini-Pigs leben da wirklich in einem Bunker. Das ist der Wolfgang. Er lebt in Österreich. Er ist ein Truthahn und die Truthähne sieht man ja, und Puten sieht man ja eh nie, weil sie werden immer quasi in riesigen Mastanlagen gehalten, unter ganz schlimmen Bedingungen natürlich. Und man muss dazu auch sagen, dass sie dermaßen überzüchtet sind, die meisten Tiere, weil sie eben auf die Effizienz gezüchtet werden. Und es ist ja gar nicht vorgesehen, dass sie alt werden sollen. Deswegen, wenn sie auf die Lebenshöfe kommen, werden die auch nie alt. Und der Wolfgang ist auch kurz nach dem Shooting verstorben. Aber es ist natürlich dennoch, denke ich mal, wichtig, dass man ihn einmal abbilden konnte. Und das ist Konstanze, seine Witwe mittlerweile. Genau, und sie leben auf einem Hof in Österreich und ich war ja ungefähr auf 6, 7 Höfen. Die meisten sind in Deutschland gewesen. Wir waren zum Beispiel auch an der Nordsee, das ist die Hanni. Die Hanni ist natürlich eine Milchkuh gewesen und konnte dann, als sie schon älter war, freigekauft werden und hat natürlich ganz viele Kälber gehabt und sie wurden ja alle weggenommen. Und das nennt sich Butenland, da an der Nordsee, und das ist quasi wie so ein Altenheim für Kühe, aber da gibt es auch noch andere Tiere. Was auch ganz spannend war, war nämlich die Haller, das ist ein Polarfuchs, und die Arbeit hat sich auch so entwickelt, dass zuerst bin ich eher so zu einem Hof gefahren und habe gesagt, okay, da ist ein Hof, ich fahre dahin, ich frage auch jetzt gar nicht großartig sozusagen nach den Tieren, ich mache jetzt mal die Bilder und gucke, wer das überhaupt gewesen ist, ne? Und muss ich gestehen. Und ich habe auch erst, bin ich so mittags hingefahren oder nachmittags, und dann habe ich aber gemerkt, nee, aber ich will so eine Stimmung, es soll keine Bauernhof-Idylle sein, ich will auch diese Höfe gar nicht so zeigen, sondern es soll so eine gewisse Stimmung erzeugt werden von Gefahr, aber eben auch, weil diese Tiere sind natürlich auch Opfer, aber sie sind auch Helden, weil sie es geschafft haben und eben ein Vorbild sind. Und die Haller wurde sogar gekidnappt von einer Pelzfarm in Polen.
Und bei Polarfüchsen ist es halt ganz schlimm, weil die werden in Käfigen gehalten, an der sozusagen frischen Luft, auch im Winter, damit das Fell schneller wächst. Sie sind halt total überzüchtet und werden vielleicht 4 Jahre alt und sterben denen auch weg. Also da auch auf dem Lebenshof. Weil normalerweise werden sie mit einem Stromschlag in den Hintern sozusagen getötet, um das Fell nicht zu verschandeln. Und also es ist eine ganz krasse Geschichte. Ich habe das auch durch die Arbeit erfahren, dass es sowas gibt. Nee. Und die Halle wird wahrscheinlich auch nicht so alt werden. Genau, und das ist zum Beispiel der Felix gewesen. Er ist als Ferkel von einem Tiertransporter nach einem Unfall geflohen. Und das ist eine spannende Geschichte, weil das war im Land der Tiere in MacPom, und die haben von einem Künstler ein Gemälde geschenkt bekommen, wo man einen Transporter, auch einen LKW im Wald sieht, was umgekippt ist, und die Ferkel laufen alle in den Wald. Und kurz darauf ist es wirklich passiert, irgendwo in der Umgebung. Und so sind die schnell hingefahren, und der Besitzer, der Bauer, hat gesagt, ja klar, nimm die, weil was soll ich mit denen, ich habe jetzt andere Sorgen. So, und deswegen konnten auch ein paar von diesen Ferkeln entkommen und leben. Und das Spannende auch, dass diese Schweine, die wachsen ja riesig aus. Ne? Man sieht das ja auch meistens gar nicht, weil die sehr schnell geschlachtet werden. Genau, das ist Viola, die aus einem Labor kommt. Das ist eher so ein Besuchbild. Genau, das ist ein Ding, ne? Das hab ich habe doch nicht jetzt den Namen vergessen, ne? Einmal, ich guck mal kurz mal nach. Das ist mir jetzt ein bisschen peinlich. Ach, das ist die Manuela. Sie kommt nämlich aus dem Labor und lebt auch im Butenland. Und man sieht noch die Narbe an der Seite, weil sie war, genau, also es gibt ja diese Experimente, wo man den Magen so aufmacht und quasi Futter reinlegt. Genau, dann könnte ich vielleicht noch, genau, das ist zum Beispiel Joey, das ist auch spannende Geschichte, weil das ist hier in Brandenburg ein Lebenshof. Lass die Tiere leben. Und das ist eh schon so eine verlassene Entenmastanlage gewesen. Und nebenan ist aber noch eine laufende. Und sie sind irgendwie mit, also ein paar Küken wurden sie auf der Straße aufgefunden. Und sozusagen der Bruder von ihr wurde dann irgendwann abgeknallt. Und letztens wurde bei denen auch eine Scheune angezündet. Also ich glaube, die haben ein bisschen Ärger mit den Nachbarn. Genau, wir haben leider nicht mehr so viel Zeit, aber vielleicht kann ich noch zu der Chaya was erzählen, und zwar zu ihr. Das war eine nicht ganz ungefährliche Begegnung, weil sie war so ein bisschen von Anfang an so ein bisschen bullig und hat schon wollte so ein bisschen zeigen, wer der Boss ist, und hat schon so, also ich kann es gar nicht nachmachen, ne, aber das war schon irgendwie nicht, und als sie uns dann gesehen hat, wie wir da auf dem Feld stehen und fotografieren abends, ist sie schon zu uns gekommen, und ich dachte so, ja, aber wir müssen doch noch ein Foto machen, wir können doch nicht wegrennen. Und am Ende musste ich dann doch wegrennen, und mir ist auch meine Kamera um die Ohren geflogen. Und ja, aber es war wahrscheinlich gar nicht so ungefährlich, aber das ist auch dieser Tatsache verdankt auch Chaya auch die Tatsache, dass sie überleben konnte. Weil als sie auch geschlachtet werden sollte, hat sie genau super laut irgendwie gemut und alles. Und dann hat die Ärztin gesagt, komm, die soll leben. Weil sie dachten, die würden irgendwie, möchte nicht sterben. Aber ich glaube, sie ist einfach immer so. Aber es hat ihr sozusagen das Leben gerettet. Genau, das ist der Winfried. Der schläft den ganzen Tag mit seinem Vater im Heu. Weil er kommt nämlich auch aus seinem Labor, und wir hatten eigentlich einen Termin vereinbart, aber ließ sich doch dann keinen Zwang mehr antun. Und deswegen ist dieses Bild entstanden.
Genau, da sind zum Beispiel auch Schafe aus dem Labor. Das ist der Carlo, der auch ziemlich ausgewachsen ist. Das ist die Elvira und die Gänsegang, die eigentlich als Weihnachtsgans vorgesehen waren. Und das ist der Cello, der eigentlich Challenger hieß und im Pferdesport aktiv war, wenn man das so sagen kann. Und jetzt hat er Sonnenallergie, er hat Depressionen und ganz viele Krankheiten, bekommt Sauerstofftherapie zweimal die Woche und lässt sich eben auch zu nichts mehr zwingen. Und immer wenn er denkt, dass er irgendwie arbeiten muss, dann rennt er weg. Genau, und das Bild war, war eigentlich auch gar nicht so geplant. Wir waren eigentlich schon fast fertig mit dem Shooting an einem Tag und dann stand er da noch und das wurde aber ein wichtiger Teil von der Arbeit. Und das ist, das ist nochmal die Hanna und da erzähle ich vielleicht noch kurz was. Wir haben 20 Sekunden. Hier läuft so eine Uhr, ne? Jetzt nur noch 16. Also das finde ich aber auch einen tollen Abschluss vielleicht, weil die Hanna wurde auch mit ihren Ferkeln zusammen freigekauft und als ich im Land der Tiere war, ist sie erst gerade angekommen und sie hatte natürlich schon hunderte Ferkeln im Leben gehabt und sie wurden ja auch alle weggenommen und sie durfte die letzten drei mitnehmen. Da sieht man auch in der Ecke ein Schwänzchen auf der rechten Seite unten. Genau. Und auch das Bild finde ich so ein bisschen symbolisch. Man sieht die Gummistiefel eines Bauerns. Man weiß nicht, was aus ihm geworden ist. Und die Sau, Hanna mit ihren Kindern, geht in die Freiheit hinaus. Vielen lieben Dank fürs Kommen.